Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part der Plugins Bonier-Serie. Und zwar wollte ich heute mal einen Userwunsch nachgehen. Und zwar wollte er, ja, dass man random Welten generieren kann, also ganz normale Welten und. Und das will ich mit einem Command machen. Deswegen, ich habe jetzt mein Projekt auch mal ein bisschen geleert und sowas. Hab das jetzt mal, ich kann es auch ein bisschen länger ziehen, so. Und jetzt alles in der Main-Klasse, dass es alles ein bisschen übersichtlicher ist und dass da nicht so viel von den anderen Parts da drin ist. Und ja, ich habe mir hier schon mal einen Override wegen den Commands erstellt, habe mir schon mal eine Abfrage gemacht, ob der, ja, der den Command sendet, auch ein Spieler ist und nicht aus der Konsole gemacht wird. Dann habe ich hier unten gemacht, dass man, ja, dass eine Config erstellt wird. Und hier wird natürlich noch alles im Enable-Teil geladen und. Und, ja, dann können wir auch eigentlich schon anfangen. Ich möchte nämlich, dass man jetzt in dem Fall so slash world macht. Müsste normalerweise frei sein an Commands. Dann einen Namen eingibt. Und dann wird die Welt erstellt. Das werden normale Welten sein. Man kann natürlich noch weitere Args-Abfragen machen. Ob, wenn es zum Beispiel ein zweites Argument gibt, zum Beispiel einen Seed, dass der dann noch verwendet wird und. Aber das werden wir jetzt heute mal nicht machen. Wir fangen nämlich direkt mal an. Und zwar fragen wir einfach erstmal mal ab, if, wenn ja die Command-Länge gleich 0 ist, dann soll dem Spieler halt eben noch eine Nachricht gesendet werden, dass er noch einen Namen angeben muss. Send Message, mache ich mal in Rot, gebe noch einen Namen an. Namen an und dann können wir hier direkt mal eine Elfschleife machen und ja, direkt mal abfragen, if args.length ich brauche nicht mal eine Abfrage machen zwingend, ich kann auch einfach nur den args nehmen, wenn da mehrere Sachen sind, würden die halt nicht genommen werden und ja, dann fangen wir hier direkt mal an zu schreiben, ich gehe mal ein bisschen weiter runter, so, und zwar ja, fange ich erstmal den String ab, also String Name ist gleich args 0. Dann haben wir den Namen schon mal und ja, den brauchen wir auch eigentlich nur und dann können wir direkt mal loslegen. Und wie machen wir das mal? Ja, wir machen uns erstmal jetzt einmal die Welt. Und zwar brauchen wir den World Generator. Den Creator, so rum. Den nenne ich jetzt einfach W. Ist gleich World Creator.name. Da soll jetzt in dem Fall, ja, der Name, den wir uns als String haben, ja, drin gespeichert werden. Also, dass er die Welt nimmt, den Namen. Und dann habe ich schon den World Creator an sich fertig. Und nun können wir ganz einfach mit bucket.create map, nee, world, den brauchen wir, dann können wir den World Creator nämlich benutzen und müssen den dann nicht extra reinschreiben. Da haben wir das hier. Wir können hier natürlich noch weitere Sachen machen, wie Punkt, zum Beispiel wenn ich jetzt Punkt mache, copy, generate, ja, seed kann ich hier eingeben, dass dann, ja, der seed dann noch angegeben wird, ja, der Name create world, die Konstrukt, die, ja, was alles, ob Strukturen generiert werden sollen und. Das könnte man jetzt alles in dem Fall hier mit reinmachen, aber das lassen wir jetzt mal. Dann will ich dem die Welt außerdem noch, ja, zu den Welten hinzufügen. GetWorlds.add Bucket.getWorld. Und dann brauchen wir wieder den Namen. Dann haben wir den auch in die BucketWorld-Liste hinzugefügt. Nur aus Sicherheitsgründen, damit das Ganze auch jedenfalls so funktioniert, wie ich es haben will. So mache ich das zum Beispiel auch mit den ganzen, ja, zum Beispiel in Bed Wars und sowas, um Welten zu generieren, ohne Multiverse. Muss man dazu natürlich noch sagen. Finde ich mittlerweile weitaus schöner. Und ja, ich mache doch nochmal eben eine kurze Abfrage. Wir wollen uns natürlich auch in die Welten teleportieren können. Deswegen frage ich einmal ab, wenn cmd.getName equals ignore case world ist, dann wollen wir die Welt erstellen lassen, so,
Da haben wir das hier drinne. Ich mache da nochmal ein bisschen mehr Platz. So. Und dann können wir hier nochmal abfragen, if cmd.getName.equals ignore case. Move nenne ich den das Ganze mal, um mich dann später in bestimmte Welten zu teleportieren. So, machen wir aber hier oben erstmal weiter. Jetzt würde schon mal die ganze Welt erstellen und geladen werden, aber wir würden da halt noch nicht reinkommen, das kommt ja hier unten gleich hin. Und ich möchte das Ganze halt auch in eine Config abspeichern, dass die Welten auch beim Neustarten des Servers wieder geladen werden. Und das machen wir jetzt mal. Dafür lege ich mir hier oben mal einmal eine Liste an. List. Genau, da soll ein String rein. Nenne ich Maps ist gleich New Array List. So, und dann können wir hier schon mal die ganzen Weltennamen drin abspeichern, beziehungsweise dann später auch speichern lassen. Jetzt gebe ich mal noch hiermit an, wenn das hier natürlich alles auch vernünftig geladen wird, dass maps.add, dass der Name hinzugefügt wird, dass auch in der Liste steht. Dann können wir noch machen, ja, hier direkt dann weiter, getconfig, config.set, und das will ich halt in einem Stringliste abspeichern, deswegen ich nenne das Ganze mal worlds. Und da soll, da können wir jetzt einfach machen, dass er in dem Fall einfach unsere Map hier drin speichert. Maps, dass die einfach, dann werden die schon automatisch als Stringliste gespeichert. Und dann haben wir das Ganze hier auch schon. Wir können hier nochmal was anderes machen. Und zwar, nicht eine new list, sondern nenne ich getconfig.getStringList worlds heißt das Ganze ja. Dann werden die nämlich schon in der Liste gespeichert. Dann haben wir das Ganze ja auch schon mal. Nun können wir hier unten nämlich weiterarbeiten. Maps.addDies und dann soll das Ganze hier nochmal neu in der Config gespeichert werden, damit wir das Ganze auch wieder haben. Und im Nachhinein machen wir nochmal maps.clear. Brauchen wir gar nicht. Das brauchen wir gar nicht, was ich hier gerade mache. Das funktioniert dann schon mal alles hier. Dann wird die Welt gespeichert in der Config, dass die auch drin bleibt und sowas. Und dann fangen wir oben nämlich nochmal an. Nämlich Maps. Wir machen nämlich jetzt hier vor. Hier brauchen wir das nämlich. Int i ist gleich 0. Wenn i größer als maps.size, dann i++, dass das der Integer hochgezählt wird. Nun müssen wir nämlich das gleiche nämlich nochmal machen wie hier unten, nämlich die Welten erstellen lassen. Und dafür werden wir nämlich jetzt nicht Name benutzen, sondern einfach i, weil wir dann die jeweiligen Welten daraus bekommen. Nicht so. Ich muss ja erstmal maps.getI haben. So, damit ich aus der Liste hier oben, wo wir die ganzen Welten rausholen, den bestimmten Dings herbekommen. Die bestimmte Welt. Und dann würden alle Welten geladen werden. So, dann haben wir das hier schon mal. Dann können wir als nächstes hier uns in den Move-Teil begeben. Und zwar machen wir hier wieder das gleiche if args.length gleich 0. Dann geben wir eben hier wieder die Fehlermeldung, gebe noch einen Namen an. Wenn er einen Namen angegeben hat, dann gucken wir nach. Erstmal holen wir uns wieder den Namen, den nehme ich von oben wieder, dass wir den Namen speichern, und dann fragen wir ab, if maps.contains Name, wenn der nämlich in der Liste ist, soll das Spiel ja auch nur teleportiert werden. Also, wenn nicht, dann soll auch wieder eine Fehlermeldung geben. p.sendMessage. Message. So. Diese Welt wurde nicht gefunden. So.
Und wenn er aber halt die da drin findet, dann soll halt der Spieler teleportiert werden, nämlich P. Teleport. Und zwar ist das jetzt bucket.getWorld. Dann werden wir den Namen haben, also Name. Punkt getSpawnLocation, dann werden wir zum Spawn teleportiert. Und dann müssten wir das Ganze auch schon haben. Dann können wir das Ganze jetzt eigentlich schon mal testen. Ich werde nochmal eben die beiden Commands registrieren. Und zwar this.getComment ist einmal world.setExecutor this, weil das ja in dieser Klasse ist. Und das gleiche brauchen wir nochmal für die fürs Moven, also Move, irgendwie aufklappen. Dann brauchen wir noch eben unsere Plugin YML, da wir die Commands noch machen müssen. 1, 2, 3, World, Doppelpunkt und dann brauchen wir noch Move, Doppelpunkt. Haben wir die beiden Sachen auch drin. Habe ich jetzt auch World und Move genannt, genau. Gut, warum sagt er mir noch, da oben ist ein falscher Import, sehe ich gerade. Den nehme ich mir nochmal raus und dann haben wir das Ganze. Gut, dann können wir das Plugin mal einmal exportieren. Und ja, habe ich meine schon offen und ich reloade mal einmal. Ja, das Plugin und da gibt es schon eine Fehlermeldung. Cannot be found in. Okay. Er hat die Config schon mal nicht gefunden. Ach, da will ich hin. Gut, dann müssen wir nochmal nämlich was machen. Gehen nochmal in unsere. Ja, Dings rein. getConfig.getOpen.copy default save config. Dann mache ich nochmal getConfig.set worlds world. Habe ich World oder Worlds genannt? Worlds habe ich das genannt. Okay. Und da setze ich rein. Ne, mache ich nicht. Ich werde da jetzt nichts reinsetzen. Ich mache getConfig.set. Nee. Get Options. Nee, Options einfach nur. Punkt Set. Nee, Header. Header, genau. Und da mache ich jetzt rein. Hier werden die Welten gespeichert. So. Sollte nur noch. Jetzt bin ich auf Druck gekommen. Entfernen wollte ich so. Und dann müsste das Ganze eigentlich funktionieren. Ich kann nochmal Save Default Config rausmachen. Und nun können wir nochmal kurz gucken. So, gehe nochmal in die Konsole rein. Reloaden das Ganze nochmal. Und da wurde das Ganze auch erstellt. Gucken wir uns nochmal einmal kurz in die. Genau, da ist die Config. Gucken wir uns die Config an. Und da wurde auch, ja, der Header gesetzt. Hier werden die Welten drin gespeichert. Gut, es gab keine Fehler beim Laden und. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal auf den Server und testen das Ganze mal. So, seht ihr eine neue Welt als die wir vorher hatten, weil ich das Ganze einmal, ja, den Ordner auch gelöscht habe. Und gut, mal gucken, Fehlermeldung gab es auch nicht. Und dann würde ich mal sagen, mache ich mal Create World. Gebe einen Namen an, den nennen wir einfach mal Test. So, dann wird es kurz dauern. Aber ja, uns wird eh keine Nachricht ausgegeben werden, wenn die jetzt gemacht wurde. Deswegen können wir hier noch schreiben p.send message. Die Welt Doppelpunkt. Ne, mache ich so. Plus Name plus wurde erfolgreich erstellt. So, ja, wir haben es schon ein bisschen später, deswegen mal gucken, ob das auch alles so vernünftig läuft, wie ich es will. Dann haben wir das hier und beim Teleportieren kann ich das hier auch nochmal machen, dass eine Nachricht gesendet wird. Du wurdest in die Welt genau teleportiert. So. Dann können wir das nochmal exportieren. Gucken aber einmal nach, ob die Welt erstellt wurde. Erstmal gucken wir in die Config nach. Da wurde komischerweise nichts gemacht.
Welttest wurde aber generiert. Das ist gut. Aber was mich wundert, dass. Ah, wahrscheinlich, weil die. Ja, ich weiß wieso. Da die Config nicht gesaved wird. Das müssen wir auch nochmal machen. Save Config. Dann passt das Ganze hier nämlich auch. So. Dann stoppe ich noch einmal ganz kurz den Server. Hier kann man nämlich dann auch schön sehen, dass die Welten geladen wurden. Ich mache einfach einen Reload, das geht auch. Weil dann brauchen wir die Maps nicht nochmal komplett erstellen. Mache das, die Welttest wurde erfolgreich erstellt. Und gucken wir nochmal einmal kurz nach. Die Welt gab es ja schon. Deswegen wurde die auch direkt erstellt, YouTube. Und nun gucken wir uns das Ganze nochmal einmal an. Und genau, die Welt wurde gespeichert. Das ist gut. Nun können wir nochmal unser Move-Bild gucken. Move-Test. Und wir werden teleportiert. Du wurdest in die Welt-Test teleportiert. Und wir sind hier in der Welt. Sind im Spawn. Geiler Spawn, muss ich schon mal sagen. Sind einfach mal in der Höhle. Habe ich auch selten gehabt. Sogar relativ tief. Und wie viele Kühe gibt es da oben? Ich gehe mal in den Game-Mode. Und gehe einfach mal nach oben. Damit wir auch mal nach oben kommen. So. Ja, hier sind einige Tiere. Die Welt sieht gar nicht mal so schlecht aus. Aber gut. Nun können wir nochmal gucken. Nämlich, wenn ich jetzt Slash Move mache und. Der World geht jetzt gerade gar nicht, merke ich gerade mal. Weil die Welt wurde nicht gefunden. Also kommen wir nicht mehr in unsere Standardwelt rein. Das können wir auch nochmal ganz schnell einfach fixen. Und zwar, indem wir einfach, sobald die Config erstellt wird, doch schon eins machen. Und zwar, wie mache ich das am besten mal? Ja, ich würde mal sagen, beim Laden des Plugins, also hier im Nachhinein, werde ich dann nochmal machen, maps.add und zwar bucket.get world, get world bucket.get server, geht das, kriege ich so irgendwie den Namen, .get world, ne, da will er immer einen Namen haben. Okay, wie mache ich das jetzt, dass die Welt da auch automatisch drin gespeichert wird? .get server. Da muss ich gerade mal kurz überlegen. Get world. Punkt. Wie finde ich die denn jetzt mal? Dann habe ich glaube ich gerade nochmal doch noch eine Idee. Weil hier werden die ja in die Dings gepackt. Und. Ja, wie kann ich das am besten machen? Na gut, ich, lass das Ganze jetzt mal eben so. Ich kann auch ganz einfach eben in die Config gehen. Nochmal eben meine Welt World hinzufügen. Dann läuft das Ganze nämlich auch. Bin gerade wohl ein bisschen zu müde, um das Ganze jetzt gerade noch machen. Deswegen jetzt Slash Move World. Und dann müssen wir in die normale Welt wiederkommen. Genau. Und dann würde ich mal sagen, war es das auch schon? Haben wir das alles hinbekommen? Es gab normalerweise auch keine Fehler. Nee. Also das Ganze funktioniert so. Wenn ihr noch irgendwie Fragen dazu habt, könnt ihr die gerne noch in die Kommentare schreiben. Ja, es kann daran liegen, ich ist gerade schon wieder fast 1 Uhr, wo ich das Ganze hier aufnehme. Und ja, natürlich bedanke ich mich da mal fürs Zuschauen. Wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, gerne in die Kommentare schreiben. Jedenfalls war es dann mit diesem Part. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.